Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit staunten alle Leute über das, was Jesus tat, aber er sagte zu seinen Jüngern: Merkt euch genau, was ich jetzt sage. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Doch die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Er blieb ihnen verborgen, sodass sie nicht begriffen, aber sie scheuten sich, Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Wort des lebendigen Gottes. Im Evangelium nach Lukas hören wir, wie Jesus seine Jünger das erste Mal sagt, dass er sterben wird. Aber die Jünger verstanden es nicht. Geht es uns auch nicht manchmal so, dass wir Menschen, die uns wichtig sind, die wir glauben zu verstehen, nicht verstehen? Auch wir scheuen uns immer wieder nachzufragen. Du, wie hast du das gemeint? Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen? Auch Jesus, der uns kennt, dürfen wir immer wieder diese Frage stellen. Ich verstehe das nicht. Auch wenn wir nicht immer eine Antwort auf unsere Fragen bekommen, ist es doch wichtig, dass wir uns trauen, nachzufragen, uns trauen, die Frage zu stellen: Ich verstehe es nicht. Und so möchte ich uns einladen, dass wir auch heute immer wieder neu versuchen, nachzufragen. Danke.